Herzlich willkommen nochmal. Jetzt musst ihr mich oben ganz klein sehen und unten seht ihr mal. Schreibt mal bitte mal kurz in Chat. Den Chat muss ich irgendwo noch sehen und ich hoffe, wenn es irgendwie nicht funktioniert, Vorschau anzeigen. Wo kann ich denn Vorschau anzeigen? Kann ich nicht. Ah, da. Hallo alle zusammen, zwei neue Nachrichten. Alles gut, es klappt. Na, dann bin ich doch froh. Dann bin ich doch froh. Okay, ich starte jetzt einfach mit meiner Präsentation. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann möchte ich euch bitten, dass ihr mir mal eine kurze Hand hochhebt oder so, dann sehe ich das auch. Und dann kann ich unterbrechen. Ich habe eine schöne Präsentation für uns vorbereitet, habe aber auch gleichzeitig auch ein paar Sachen in der Hand. Das heißt, zwischendurch werde ich mich auch eventuell ein bisschen hier aus unserer Präsentation ausschalten und werde eventuell euch dann auch das eine oder andere so im Live zeigen. So, als allererstes, wir gehen jetzt hier auf die nächste Folie. Herzlich willkommen in Geheimnisse der Komposition. Wie kommst du zu einem gelungenen Bild? Ich habe mit vielen von euch schon zu dem Thema Komposition etwas gehört oder auch etwas erzählt. Ich habe euch auch die Bilder gezeigt. Wir haben darüber diskutiert. Aber ich werde euch vielleicht heute noch mal ein paar neue Aspekte erzählen. Und zwar, ich möchte euch mal meine Tipps und Ratschläge für abstrakte Malerei geben, für das Geheimnis der gelungenen Bilder. Und da gibt es ja ein paar, die man durchaus merken könnte. So, in unserem Webinar möchte ich, wie gesagt, euch meine Geheimnisse für ein gutes gelungenes Bild teilen und ich verrate euch auch einige Tipps und Tricks und am Ende gibt es eine Überraschung. Ja, was? Das hat natürlich mit Farben zu tun. Schließlich sind wir ja Künstler. Aber ihr müsst euch bitte gedulden. Die Inhalte des Webinars, wir gucken uns zuerst mal vielleicht für die einen oder anderen, der mich noch nicht persönlich kennt, eine kurze Vorstellung, wer bin ich, warum mache ich das? Dann reden wir zuerst über Komposition und Design und schauen uns, was eigentlich Komposition mit dem Design gemeinsam haben. Und danach zeige ich euch ein paar schöne Beispiele und letztendlich dann die drei wichtigsten Dinge, die man braucht, um ein gutes Bild zu malen. Dann gibt es natürlich Fragen und Antworten von euch, Antworten von mir, Fragen von euch. Und dann gibt es am Ende die Überraschung. Ja, für wen ist das Webinar? Ist ja wohl klar. Für alle, die mehr aus ihren Bildern herausholen wollen. Am Ende des Webinars gibt es eine Ankündigung, eine Überraschung und auch einen kleinen Ausblick. Also es lohnt sich wirklich, zu Ende zu bleiben. Eine kurze Vorstellungsrunde. Diejenigen, die mich schon kennen, bitte entschuldigt. Aber ich mache das auf jeden Fall jetzt einmal durch. Und versuche da schnell durchzugehen. Und dann wird es hoffentlich für euch, diejenigen, die mich schon kennen, nicht sehr langweilig sein. Ja, wer bin ich? Ich bin die Renata. Das heißt die Wiedergeborene. Und das ist tatsächlich so. Ich bin irgendwie wiedergeboren. Deswegen, weil ich ja schon fast einmal gestorben bin. Und jetzt bin ich doch da oder bin doch geblieben. Und da freue ich mich umso mehr am Leben. Und ich bin ein kleines Mädchen aus Polen oder ich war ein kleines Mädchen aus Polen. Ich bin Schwester, ich bin natürlich Tochter, ich bin BWL-Studentin und ich war Suchende, Verlorene teilweise oder auch Reisende. Und heute bin ich Mutter, eine glückliche Ex-Frau, eine Partnerin, Hundeliebhaberin, Freundin, Kunstdozentin,
Patentante und natürlich auch Optimistin. Und ja, Künstlerin, vor allem europaweit, mit einem eigenen Atelier. Ich fotografiere sehr gerne, ich beobachte. Ich bin ein Gründungsmitglied von einem Kunstverein, den ihr bestimmt schon kennt. Das ist das Internationale Kunstverein in Stuttgart, aus dem ich mittlerweile auch tatsächlich ausgeschieden bin. Oder ich bin nicht mehr Mitglied, ich bin da rausgegangen, weil es einfach nicht mehr so meinen Vorstellungen von einem Miteinander entsprochen hat. Und ich bin da einfach raus. Ansonsten, ja, ich bin Teammitglied von der Organisation Art Helps, die engagieren sich für Kinder, benachteiligte Kinder, Familien und ja, unter anderem natürlich jetzt auch in Ukraine. Ansonsten arbeite ich bei der Porsche AG, bin doch dort Sachbearbeiterin für das Thema Ressourcenmanagement. Wer mit dem Thema Ressourcenmanagement nichts anfangen kann, das hat mit externem Personal etwas zu tun. Ja, und ansonsten, ich suche nicht mehr und ich habe mich gefunden vor allem und bin im Hier und Jetzt. Und an dem Foto sieht ihr mein Lieblingsboys, mein Wischler, mein kleiner Seelenhund. Wie hat das alles angefangen und was ist meine Vision? Warum tue ich das, was ich tue? Und wer oder auch was war der Auslöser? Vielleicht ganz kurz. Ich bin schon Künstlerin seit wirklich mittlerweile über 25 Jahren und habe natürlich wahrscheinlich wie viele von euch auch angefangen, indem ich sehr viel selber ausprobiert habe, verschiedene Kurse besucht habe, auch in der Volkshochschule einen Kurs belegt habe, was mir absolut nichts gebracht hat. Und irgendwann wollte ich einfach mehr. Ich wollte einfach mehr und ich wollte mehr wissen. Ich wollte auch vieles ausprobieren und ich habe auch immer wieder am Anfang, habt ihr bestimmt auch schon gehört, immer wieder gehört, du musst deinen Stil finden und du musst nicht hin und her springen und da malen, sondern du musst einen Stil finden. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor ich aber meinen Stil finde, möchte ich auch wissen, was mein Stil ist. Das heißt, ich muss vieles ausprobieren, um überhaupt zu wissen, was es mir liegt. Und bei dem Ausprobieren bin ich irgendwie bis heute geblieben. Ich glaube, ich habe meinen Stil schon gefunden, aber ich glaube, dass ich deswegen auch trotzdem viele Sachen ausprobiere, weil ich ja sehr neugierig bin. Und ja, warum tue ich das, was ich tue? Warum bin ich Dozentin geworden oder Kunstlehrerin geworden? Ich habe das natürlich nicht gewollt. Das kam irgendwie dann auf mich zu jetzt mittlerweile, das war 2009, also es sind auch schon mittlerweile über 10 Jahre und der Auslöser war eigentlich ein Seminar bei einer anderen Kunstdozentin bei uns in der Nähe von Stuttgart und dort habe ich eben auch als Seminarteilnehmerin war ich dabei. Und ja, irgendwie hat es dann so sich gefügt, dass alle immer zu mir gekommen sind und mich gefragt haben, wie mache ich das und wie mache ich jenes und womit arbeite ich und warum arbeite ich so. Und ich habe den Leuten immer alles erzählt und irgendwann hat mich irgendjemand gefragt, ob ich auch Kurse gebe. Und habe ich gesagt, nee, ich gebe keine Kurse. Und der Seminar oder der Inhaber der Akademie, der hat damals gesagt, na gut, dann gebe ich euch doch mal einen Saal und dann könnt ihr bei Renate auch Seminare belegen. Und so hat es angefangen mit meinen Seminaren und dann wurde es immer mehr und immer mehr und es hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich auch heute da bin, wo ich bin. Mittlerweile wirklich unterwegs in ganzen Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Luxemburg und in Holland war ich noch nicht. Da wäre es eigentlich auch noch eine coole Idee. Da musste ich irgendwie Kladderadatsch zwischen Holländisch, Polnisch, Deutsch, Englisch irgendwas reden. Vielleicht klappt es sogar. Und was war der Auslöser? Warum mache ich jetzt auch so viele Sachen online? Das kam natürlich auch schon irgendwie durch das Thema Corona. Das hat angefangen in der Corona-Zeit. Und zwar, wir haben
Also ich war zu dem Zeitpunkt in der Schweiz und habe auch viel gemalt und viel online gepostet. Und dann kam eins zum anderen und dann wurde ich gefragt, ob ich Seminare geben kann. Ups, da war ich zu weit, ob ich Seminare geben kann. Und so kam es eben zum Online-Seminar. Ich habe ein Konzept ausgearbeitet und hat es einfach so angefangen und das hat mir sehr gut gefallen. Und mittlerweile viele, viele von euch sind hier aus meinem Inner Circle, aus meinem Inner Circle, meine Community, meine wirklich wunderbare Menschen, die um mich herum sind. Und ich möchte das wirklich nicht mehr missen. Ich liebe euch alle, so wie unterschiedlich wie ihr seid. Und es ist, ich glaube, wir sind alle irgendwie zusammen gewachsen, kann ich schon sagen. Und auch die Leute, die immer zu mir in einen neuen Seminar kommen, die kriegen das auch immer zu hören. Und dann sind sie irgendwann in unserer WhatsApp-Gruppe und erzählen sich eben, wie schön das ist. So, meine Reise zu dem aktuellen Zeitpunkt, jetzt fahre ich hier mit meiner Maus durcheinander und meine Maus macht das alleine, ohne dass ich was mache. Ich habe früher, wie gesagt, 2, 3 Seminare im Jahr gehabt und ein paar Online-Seminare, ganz wenige, eigentlich gar keine. Und heute tatsächlich gerechnet, ich habe 244 Kunden auf EloPage, mehrere hundert Online-Seminare gehabt oder Online-Stunden schon gehabt. Deswegen habe ich tatsächlich gedacht, dass ich das mit diesem Zoom-Plattform auch schaffe, aber offenbar ja doch nicht. Aber ich werde besser, versprochen. Und ja, mehrere hundert Offline-Seminare, die habe ich natürlich nicht gezählt. Aber wenn ich das mal so Pi mal Daumen durchgucke, dann ist es mit Sicherheit, wenn ich mal meine Seminare bei in Wien rechne, die ganze Reise mit Artist Travel, die ganze Bösner-Seminare, dann sind das bestimmt 20 in einem Jahr und dann könnt ihr euch mal ausrechnen, bei einem Seminar sind zwischen 8 und ja, 14 Personen, dann summiert sich das auch alles zusammen. Letztes Jahr habe ich ein 1-zu-1-Mentoring angefangen. Das hat sich ja ergeben aus den Seminaren, die ich gegeben habe. Da wurde ich einfach gefragt. Und das war eine wunderbare oder ist immer noch eine wunderbare Reise mit wirklich tollen Menschen, die ich persönlich begleiten darf. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass man mir auch diesen Vertrauen schenkt und dass ich euch 3 Monate oder 6 Monate auf den Weg begleiten kann. Und daraus haben sich wirklich tolle Miteinander entwickelt, tolle Freundschaften entwickelt, eine tolle Arbeit auch entwickelt. Und ihr werdet das eine oder andere vielleicht auch noch mal nachher mitbekommen. Und ansonsten habe ich natürlich unzählige tolle Bilder meiner Seminarteilnehmer besprochen, verbessert, Tipps gegeben oder gestaunt, wie schön sie einfach geworden sind. So, wie geht's weiter? Weiter geht es hier. Stellt euch vor, was ist für euch in 5 Jahren möglich? Genau. Das sind jetzt 5 Jahre intensive Arbeit seit 2018, 2019, wo ich wirklich intensiv mit den Online- und Offline-Seminaren angefangen habe. Und ich hätte selber nicht gedacht, dass ich heute da bin, wo ich heute bin. Und ich bin ein bisschen stolz auf mich, aber eigentlich habe ich das euch allen zu verdanken, weil ohne eure Unterstützung und euren Vertrauen wäre ich mit Sicherheit nicht da, wo ich bin. Also an der Stelle nochmal vielen lieben Dank. Aber heute soll es nicht hier und nicht um mich gehen, sondern um dich und deine Ziele. Und das Ziel ist heute natürlich das Thema Komposition im Bild. So, wenn du hier gelandet bist, dann wahrscheinlich deswegen, weil du auch vielleicht mit den Problemen hast, du stehst vor der weißen Leinwand,
und du weißt nicht, wie es geht oder wie du anfangen sollst. Oder Komposition ist nicht so deins. Oder du bist einfach zu verkopft und denkst nach, und wie fange ich an und wo mache ich das rechts, wo mache ich links, wo gehe ich nach vorne, mit welcher Farbe fange ich überhaupt, bleibe ich in der Palette von kalten Farben, gehe ich in die warme Farbe. Und statt loszulegen und zu malen, ist man vielleicht so verkopft, dass man gar nicht weiß, wo man anfängt. Ein kleiner Tipp an der Stelle vielleicht, wenn man vor der weißen Leinwand steht, meine Seminarteilnehmer, die schon bei mir da waren, die wissen das mit Sicherheit alle, für die Neuen ein kleiner Tipp: Fäng doch einfach mit deinem eigenen Unterschrift, und zwar nicht klein geschrieben, sondern riesig groß. Warum eigenes Unterschrift? Weil man mit einem eigenen Unterschrift einfach nicht verkopft ist, weil man diese eigene Unterschrift schon kennt und weil man einfach weiß, wie es funktioniert, und dann kann man es loslegen und die Leinwand verdrehen, ein bisschen nach rechts schreiben, ein bisschen nach links schreiben, größer schreiben, kleiner schreiben und diese Schrift einfach verdichten, und dann ist man plötzlich mittendrin in dem Malprozess, ohne dass man es gemerkt hat, dass man eben da ist. Jetzt schreibt ihr hier ganze Zeit ins Chat, muss ich das jetzt wirklich lesen? Oh mein Gott. Ich bin rausgefahren, kein Internet. Bin doch dabei. Liebe Grüße, Carol. Das Prosecco steht neben mir. Ihr seid so süß. Ich freue mich. Super schön. So, aber jetzt gehen wir hier weiter. Ihr seid bestimmt gespannt, wie es weitergeht. Die Auswirkungen von diesem, ne? Man ist unzufrieden, du hast Schwierigkeiten, eine harmonische Komposition in der Leinwand zu gestalten, du bist verkopft und denkst zu viel nach. Dadurch fällt es dir schwer, intuitiv oder spontan zu arbeiten, zu handeln, und deine Kreativität und Originalität leiden. Und da denkst du ja, mein Gott, ich habe kein Talent, ich kann nicht malen. Ne? Und am Ende bist du womöglich auch frustriert. Und es fällt dir schwer, die Zeit im Atelier wirklich für dich zu genießen und sich darin auch zu verlieren. Also wenn jemand das von euch kennt, bitte, bitte schreibt mir jetzt gehe ich hier mal kurz in den Chat und zeige den Chat an, und schreibt mir mal bitte in den Chat, ob ihr das kennt. Ich sehe dich nicht mehr. Warum seht ihr mich nicht mehr? Alles gut, sehe ich alles. Ja, das kennt, die Beatrix kennt das. Genau, also die Frustration, kennt ihr das? Ja, kennt ihr sehr gut. Ich komme immer wieder. Kenne ich gut, ja. Ja, ich möchte malen und das bringe nichts zustande. Genau so. Na super. Nicht immer, aber immer wieder. Ja, natürlich, es gibt auch schöne Tage. Ich habe ja nicht gesagt, dass es immer so ist. Aber manchmal bin ich etwas lockerer. Da male ich es, genau. Gott sei Dank nicht immer. Gott sei Dank nicht, schreibt Heinz. Ja, super. Heinz, ich freue mich. Alles klar. Dann gucken wir uns mal jetzt, wie es hier weiter mit unserer weiteren Auswirkung geht. Damit bist du nicht alleine. Haben wir jetzt gerade gesehen, ne? Das ist ganz normal und nicht verwunderlich und auch nicht deine Schuld. Viele Künstler geht es so, das habt ihr jetzt gerade gesehen. Viele haben gesagt, ja, kenne ich, ja, nicht immer, aber ab und zu. Warum ist das so? Vielleicht zu wenig Erfahrung oder ständige Nachdenken über den nächsten Schritt oder Ängste, Selbstzweifel, bin ich kreativ genug, weiß ich was, warum, weshalb, wieso. Aber du bist damit nicht alleine. Was wäre, wenn du mit Leichtigkeit und nicht verkopft mit jedem deinem Bild glücklich wärst? Was meint ihr? Ich will noch meinen Chat sehen.
Ich schreibe, Mama, warum kommt dieses blöde Ding hier immer wieder? Ich will im Chat euch. Das wäre spitze, das wäre super. Ja, genau, ich male und wenn es mir nicht gefällt, dann übermale ich das Bild. Ja, natürlich kann man das Bild übermalen. Das ist übrigens eine super gute Idee, ne? Weil das Bild ist dann hat eine wunderbare Patina. Die Elke hat geschrieben, da wäre ich im Paradies. Wie cool ist das? Vermutlich werde ich Renata heißen. Die Caro schreibt, vermutlich würde ich Renata heißen. Ihr seid einmalig, ich liebe euch echt. Das ist so süß. Kann ich nicht diesen Chat irgendwo hier so nebenbei klein machen? Nee, das ist ein bisschen doof. Aber ihr seht den Chat auch, wenn ich den hier reingeschoben habe, oder? Am schönsten ist es, wenn man malt und plötzlich das Bild da ist. Genau. Genau. Und das kann eigentlich immer gelingen. Dieses Bild übrigens, was ihr hier seht, die Seminarteilnehmer, die in Prerow waren, jetzt vor kurzem, letzte Woche, wo ich mich so erkältet habe, übrigens, die wissen das. Das Bild war plötzlich einfach da. Und es gibt aber eine Kleinigkeit in dem Bild, das mir noch nicht gefällt. Das ist hier diese Ecke. Da muss ich das gefällt mir irgendwie noch nicht, diese Schräge. Das ist ein bisschen störend. Aber da gucke ich mal, dass ich das noch verändern kann. Wünschen wir uns nicht alle Anerkennung und Erfolg in renommierten Galerien auszustellen, Gedanken, Emotionen, Ideen durch unsere Kunst auszudrücken, die Fähigkeiten und Techniken ständig zu verbessern, Freiheit und Selbstentfaltung, einfach frei sein im Atelier. Da brauche ich euch, glaube ich, gar nicht zu fragen, aber ihr könnt trotzdem ja ins Chat schreiben. Ich würde mich freuen. Alles klar. Bei meiner Mentoring Steine Mellen war es genauso. Sie hatte wenig Erfahrung, aber sie hat sich auf ihre ganz eigene persönliche Art und Weise als Künstlerin weiterentwickelt. Wir hatten unendlich viele Themen besprochen: Bildkomposition, Materialkunde, Social Media Präsentation, Bewerbungen, Marketing und natürlich auch Bildbesprechungen gehabt. Das absolute Highlight war, dass wir auch zusammen eine erste Vernissage in Worms, da wo sie wohnt, gemeinsam vorbereitet haben. Und da bin ich wirklich sehr, sehr stolz darauf, weil es war dann am Ende eine sehr, sehr schöne Vernissage. Ich glaube, mich auch zu erinnern, ich weiß es nicht, ob die Eva dabei ist, aber wenn ja, dann kann sie auch sehr gerne in den Chat schreiben. Ich glaube, dass sie sogar mehrere Bilder verkauft hatte. Jetzt kann ich mich aber wirklich nicht mehr daran erinnern. Wir haben zusammen ein Logo entworfen, Visitenkarten, Flyer, Bewerbung als Turmmalerin. Das war überhaupt der Hammer. Ne? Das ist ein Stipendium im Prinzip, die diese Stadt ausgeschrieben hat. Ein kostenloses Atelier, die sie nutzen konnte. Und sie hat sich nicht getraut, dort dieses Stipendium überhaupt sich zu bewerben. Und ich habe sie ermutigt. Und am Ende hat sie dieses Stipendium gewonnen und hat sie es bekommen. Also Bewerbung wurde angenommen, hat sie es bekommen. Und jetzt ist sie eine glückliche Besitzerin von einem Atelier, was von der Stadt bezahlt wird. Das muss man sich auch vorstellen. Da bin ich total stolz und glücklich auch für sie. Ja, warum ich das jetzt mal gerade kurz nur erwähnt habe. Wir sind ja heute nicht bei dem 1&1-Mentoring und wir werden auch nicht über 1&1-Seminar reden oder Mentoring reden. Aber das war eine der vielen Momente, wo ich ja neben den Seminarteilnehmern auch mit einzelnen Teilnehmern gearbeitet habe, wo wir eben auch neben den Bildbesprechungen auch in 1&1-Mentoring ist das natürlich möglich und das ist noch sogar intensiver, viel einfach zusammengearbeitet haben. Und es war am Ende wirklich eine ganz tolle Entwicklung. Die Eva, was hat die Eva getan? Unter anderem hat sie einfach ein paar grundlegende Kompositionstechniken kennengelernt und verinnerlicht. Und
Sie hat das natürlich in einem 1:1-Mentoring gemacht. Das war sehr schön, sehr exklusiv. Ich habe übrigens auch jetzt noch 2 Plätze frei, aber erst nach den Sommerferien. Aber darüber reden wir dann anderes Mal. Das ist aber auch nicht nur in einem 1:1-Mentoring möglich, sondern auch insgesamt könnte man durchaus sowas, meine Maus macht sich immer selbstständig hier, könnte man natürlich in der Gruppe lernen. Aber lass uns doch mal endlich eben über Komposition sprechen. Und ich habe für euch einfach ein paar Komposition Muster mitgebracht, beziehungsweise eine wichtige Komposition Prinzipien, würde ich das sogar nennen, die durchaus auch mit Design zu tun haben. Und ich habe jetzt in den nachfolgenden Folien ein paar wirklich schöne Muster für euch mitgebracht. Und diese Muster sind teilweise aufgrund meiner Recherche entstanden über Komposition im Bild, aber auch über Design überhaupt als solches. Und ich habe dabei gemerkt, dass es Bilder als also abstrakte Kunst oder nicht nur abstrakte Kunst, sondern überhaupt Kunst und Design durchaus miteinander sehr viel zu tun haben. Und teilweise sind die Folien so miteinander vermischt, dass ich mich entschieden habe, nicht immer Kunst zu schreiben, sondern habe ich tatsächlich auch manchmal das Wort Design dort gelassen, weil man es wirklich in 1:1 auf abstrakte Kunst übersetzen kann. Und jetzt starten wir einfach hier mit der nächsten Folie. Was hat eben Komposition mit Design zu tun? Eigentlich sehr, sehr viel. Ja? Ausrichtung und Bewegung im Bild. Hier ein kleines Bild von mir. Und die Ausrichtung ist wirklich ein grundlegendes Designelement, aber auch gleichzeitig ein grundlegendes Element in der Komposition. Sie sorgt für ein aktives Zusammenspiel der einzelnen Bestandteile. Das heißt, der Farbe, durch die Struktur kann man Bewegung erzeugen, nicht nur durch die Farbe. Das heißt, die korrekte Ausrichtung der Objekte schafft ein sauberes Design oder auch eben Kunst und verbindet den unordentlichen, schludrigen Eindruck, der entstehen kann, wenn Elemente in einem Zufallprinzip platziert sind. Ja? Und ich habe jetzt werde ich euch mal kurz meine Präsentation stoppen und euch kurz das zeigen, was ich nochmal hier in diesem Bild nochmal extra gemacht habe. Ich habe hier nochmal Linien nachgezogen und die Linien unterstreichen das natürlich wirklich umso mehr. Ich habe hier mit Farbe zuerst gearbeitet und jetzt habe ich eben mit Linien gearbeitet. Ist ja überhaupt ganz witzig, wie das dann zu sehen ist hier durch die verschwommene Hintergrund. Ich hoffe, das sieht ja gut und das sieht man durchaus auch ja, sehr interessant. Ich hoffe, ihr könnt das sehr gut erkennen, oder? Schreibt mal kurzes ein Ja ins Chat. Das war jetzt unser Bild zum Thema Bewegung oder eben jetzt gehen wir weiter und gucken uns, wo ist denn meine? Da. Die Bewegung im Bild. Jetzt haben wir das nächste, die Proportionen oder die Hierarchie im Bild. Bei mehreren Elementen in einem Design oder eben im Bild sollte das wichtigste Botschaft visuell besonders irgendwie hervorgehoben werden. Das wird als Hierarchie bezeichnet, weil man das eine oder das andere eben im Design als Hierarchie bezeichnet.
Oder im künstlerischen Jargon würde man von Proportionen sprechen. Also die Proportionen im Bild, das vorne und das hinten. Und das ist noch durchaus möglich zu erreichen, indem man auch die Größenverhältnis ändert. Dann ist das diese große ovale Form hier scheint uns richtig rein anzuspringen. Dabei gesehen, diese kleine, die da hinten liegt, die ist eigentlich da hinten, obwohl sie eigentlich vorne liegen kann. Und im Design kann man das natürlich auf verschiedene Art und Weise erreichen, durch größere oder kräftigere Schriften, Platzierungen von verschiedenen Botschaften oder Überlagerungen oder Formen oder Brennpunkte. Und ich habe hier wieder für euch. Sieht man nicht. Ich glaube, ich mache jetzt noch mal eine kurze Unterbrechung. Schaut mal, ich habe jetzt hier etwas nachgezeichnet. Ich habe diese Brennpunkt sozusagen, beziehungsweise diese Wichtigkeit noch mal nachgezeichnet, indem ich ja eine Linie, eine rote Linie um diese ganz kräftige ovale Form gezogen habe, und damit ist diese ovale Form umso wichtiger, umso mehr nochmal nach vorne. Und das ist ja auch eine der weiteren wichtigen Komponenten in der Malerei oder eben im Design. Die nächste Komponente ist die Ausgewogenheit im Bild. Das verleiht dem Design oder eben der Kunst seine Form, und die Stabilität sorgt dafür, dass die Elemente gleichmäßig wirken, verteilt sind. Das wiederum vermittelt ein professionelles, attraktives Erscheinungsbild anstelle eines ungeordneten Durcheinander. Ne? Ausgewogenheit bedeutet nicht, dass die Elemente auch dieselbe Größe haben müssen, sondern dass sie ausgewogen auf dem Bild irgendwo platziert sind. Das sieht man auch hier durchaus. Ich habe das ganz klar ein bisschen nur hier die Helligkeit hervorgehoben. Und dann schaut mal, wir haben hier ein großes Quadrat und ein kleineres, hier eine kleinere Form und die ein bisschen noch kleinere Form. Die sind ja durchaus unterschiedlich, und trotzdem wirken sie vom Gewichtung gleich und ausgewogen und verleihen dem Ganzen einfach mal einen schönen Fluss. Ja? Die nächste Komponente, ich glaube, das ist meine Lieblingskomponente, das wäre die Einheit im Bild. Das Prinzip der Einheit ist in der Malerei, bezieht sich zum Beispiel natürlich auf die Schaffung des harmonischen Gesamteindrucks innerhalb des Kunstwerkes. Das heißt, das gesamte Kunst, also nicht nur ein Teil des Kunstwerks soll schön sein, sondern auch wirklich das ganze Bild. Viele, die meine Seminare kennen, die kennen auch diesen Satz von mir: Male nicht um die heilige Kuh herum. Ja? Jetzt stellt euch mal vor, ich würde sagen, diese Form, die ich hier habe, die gefällt mir besonders, und da möchte ich diese Form hier behalten, dafür die andere, die dann hier sind, einfach wieder übermalen und neu gestalten. Dann würde ich um die heilige Kuh herum malen. Und gleichzeitig würde es für mich bedeuten, dass ich das Bild aber komplett verändert habe, dass diese zwei hier ganz anderes wieder zu dem ineinander hier stehen, und dass diese Einheit damit wahrscheinlich gar nicht gegeben ist. Das heißt, wenn ihr ein Bild betrachtet in Bezug auf eine Einheit im Bild, dann solltet ihr das ganze Bild betrachten und nicht nur ein Teil des Bildes. Ne? Also die bewusste Gestaltung von Elementen wie Farbe, Form, Linie, Textur, die visuelle Einheitlichkeit, das sollte man im Gesamten einfach sich immer anschauen. So, das nächste oder die nächste Komponente ist die Kontrast oder die Vielfalt im Bild. Hier habe ich versucht, das Kontrast jetzt eigentlich sehr leicht darzustellen. Ich habe jetzt auch hier keine Komplementärkontrastfarben benutzt, sondern ich habe einfach
versucht hier euch da die Kontrast darzustellen durch die, durch die, durch den Duktus der Farbe. Man könnte es ja eigentlich auch sagen, durch vielleicht eine Struktur, die diese Fläche, die hier so aussieht, die könnte wie eine Struktur aussehen. Und das ist einfach gleichzeitig, kann man die, diese Kontraste durch die Struktur oder aber auch selbstverständlich durch die Farbe im Bild stellen. Und ein grundlegendes Designprinzip wieder, steht hier wieder Designprinzip, aber man kann es das durchaus auf die Kunst auch übersetzen, ist, denn damit kann man die Wichtigkeit der Elemente von in einem Design hervorheben. Hier habe ich diese Struktur hervorgehoben und damit auch erreicht, dass das vorne und hinten, also dieses Prinzip die Hierarchie und das Prinzip des vorne und hinten, das Prinzip des der verschiedenen Ebenen, dass ich auch gleichzeitig auch mit dem Kontrast hier erzeugt habe. Und das Kontrast ist, wie gesagt, ein sehr wichtiges Element, der im Gegensatz zueinander stehen, beispielsweise schwarz und weiß, dick und dünn, modern, traditionell, eher für Design zu sagen. Und Kontrast hilft dem Auge des Betrachters, auf den wichtigen Teil im Bild sich zu konzentrieren. Und jetzt habe ich mal für euch wieder eine Überraschung. Jetzt stoppe ich das wieder und schaut mal euch, wie ich diesen Kontrast im Bild nochmal hervorgehoben habe. Ich habe nur dieses große, das ganz große Bild oder die große Fläche umrandet mit einer Farbe und schon ist der Kontrast noch größer. Das heißt, ich kann auf diese Art und Weise diese Kontraste sehr, sehr gut noch mehr hervorheben. Ist das für euch klar zu sehen? Ist das für euch auch klar verständlich? Einfach mal ein kurzes Ja ins Chat, bitte. Super, es freut mich. Dann können wir weitergehen. Das nächste Thematik ist die Harmonie im Bild. Das habe ich jetzt mal hier versucht so darzustellen. Entsteht durch die geschickte Anordnung von Formen, Farben, Linien, Texturen und die gestalterischen Elemente, um ein visuell ansprechendes, ästhetisches oder ja, Gesamtbild zu erzeugen. Und in der Malerei ist die Harmonie natürlich sehr wichtig und man kann sie natürlich erreichen durch Farbharmonie, durch Harmonie von Formen und Linien oder eben die Texturen, die im Bild sind. Die Textur im Bild ist ja auch noch so eine Sache. Ich habe ja auch immer gesagt, und das kennt ihr auch von mir, die Textur im Bild ist ja noch eine eigene, fast Bildsprache, noch eine wichtige Komponente im Bild, weil sie durchaus einfach sehr große Teile des Bildes auch annehmen kann. Und hier habe ich das versucht, nur durch die unterschiedlichen Größen der Figuren zueinander darzustellen, die aber trotzdem auch ein bisschen hier die Linien sehr harmonisch wirken. Die nächste wichtige Punkt ist die Bewegung oder der Rhythmus im Bild. Ja? Es geht hier darum, eine Illusion zu erzeugen im Bild, dass es sich etwas bewegt, dass die Linien in verschiedene Richtungen gehen, dass Musterfarben wiederholt werden, dass das Prinzip auch der Wiederholung kann man eigentlich mit der Bewegung auch darstellen, weil ich habe euch auch oft gesagt, wiederholt mal irgendwo die Farbe, die oben rechts ist, nach unten, was auch immer, sodass sie dann auch diese Bewegung, diesen Rhythmus, eine Bewegung ist immer auch lineal oder den Rhythmus ist eben lineal im Sinne wie eine Welle. Und das sind natürlich dann auch Muster, die sich wiederholen. Und auf diese Art und Weise erzeugen wir dann einfach
eine Bewegung im Bild, wo der Betrachter wunderschön durch das Bild im Prinzip wandeln kann. Und das kann man natürlich durch Farben, durch Formen, auch durch Strukturen erzeugen. So, und das, glaube ich, letzte ist die Betonung im Bild. Und ich habe hier bewusst eine ganz kleine Betonung gewählt. Und jetzt würde ich ganz gerne mal von euch in den Chat, schreibt mir doch mal bitte ins Chat, wo seht ihr die Betonung im Bild hier? Wo ist denn für euch die Betonung da? Einfach mal kurz ins Chat schreiben. Rechts oben, unten rechts ist dunkel, die dunkle Bereich rechts unten. Rechts oben, die kleine Kleckse, rechts oben. Sehr witzig. Sehr, sehr witzig, weil sehr viele von euch sagen, irgendwo in der Dunkelheit. Nur wenige haben gesagt, das sind diese Punkte. Aber eigentlich habe ich tatsächlich daran gedacht, diese leere Fläche hier zu betonen, die mich wie ein Sog da reinzieht. Ja? Ist mir offenbar nicht gelungen, weil ich ja zwischendurch verwirrungsweise das eben reingetan habe, diese Betonung, die hier irgendwo rausgeht. Und schaut mal, jetzt stoppe ich nochmal meine Präsentation und jetzt zeige ich euch, die Betonung kann noch stärker werden, wenn ich eine Farbe dazu nehme. Dann ist die Betonung plötzlich noch stärker und noch weniger auf die Dunkelheit, sondern vielmehr natürlich auf die Farbe. Warum? Weil wir natürlich hier auch das Spiel mit der Farbe haben. Das heißt, die Farbe Rot betont das noch stärker als diese runde, ovale Kreis in der Mitte oder auch sogar diese Betonung. Wobei, hier streiten sich ein bisschen diese Betonungen, sage ich mal, zwischen den Kreisen und dem Dunkeln daneben. Ja, ich finde, die Dunkelheit betont der Strudel, auf jeden Fall, ja. Genau. Aber jetzt seht ihr, wie unterschiedlich man mit Betonung in Komposition Punkt das Thema Betonung überhaupt reinsetzen kann. Man kann es mit Farbe diese Betonung machen, man kann es mit Bewegung diese Betonung machen, man kann es ja mit großen oder kleineren Figuren, in dem Fall auch hier. Die große Figur sieht man zuerst und die kleineren erst später. Also die Betonung spielt sich durch Farbe, Form, Größe und Textur und natürlich durch die Platzierung innerhalb des Bildes. Ja? Ja, das sind die verschiedenen Kompositionen. Punkte, die ich euch vorgestellt habe. Und jetzt kommen ein paar wunderschöne Beispiele. Hier zum Beispiel ein sehr schönes Bild von der Heidi aus meinem 1&1 Mentoring mit einer wunderbaren Betonung auf die große Figur, die gleichzeitig aber auch hier in der Mitte wirklich wunderschön lebt noch. Das heißt, die Heidi spielt hier mit uns nicht nur mit dem Punkt, mit der Komposition hier auf dieses Bild drumherum, sondern eben auch mit der Bewegung hier innerhalb der Komposition. Hier hinten als nächstes hatte ich ein Beispiel von mir, ein Bewegungsbild. Ihr könnt bestimmt hier auch erkennen, dass das Bild sehr, sehr stark, ich kann auch gerne jetzt mal hier in den Chat
anzeigen, könnt ihr mir gerne einen Tipps, ein eure, eure, eure Ideen dazu geben oder mal mir sagen, ob das euch auch so, ob ihr das auch so seht, dass diese Bewegung hier im Bild so stark eben zu sehen ist. Ja. Ja, genau. Aufwärts, abwärts, alles durcheinander. Also ich habe in diesem Bild wirklich eine ganz, ganz starke, ja, starke Spiel mit Bewegung erzeugt, weil diese Bewegung in einen verschiedenen Richtungen geht. Aber ich denke mal, ihr werdet mir auch mal ja sagen, wenn ich sage, hier ist die Bewegung am stärksten. Ne? Diese schwarze, dunkle Balken, der ja auch natürlich irgendwo im goldenen Schnitt liegt, bewegt sich natürlich am stärksten oder erzeugt am stärksten diese Kräfte, sage ich mal. Ja. Genau. Dann habe ich hier den nächsten Beispiel, ist ein tolles Beispiel von der Marion aus unserem, auch unserem 1:1 Mentoring. Und hier hat sie abstrakte Blumen gemalt. Auch eine wunderbare Komposition, wie ich sehe. Also ihr seht ja, es ist ein, alles wunderbar in einem, also kompositorisch in ein Drittel, zwei Drittel eingeordnet. Es sind Wiederholungen, also Reihungen. Es ist auch Bewegung im Bild in dem unteren Bereich. Es ist Ruhe, es gibt Ruhepole im Bild, also wirklich ein sehr schönes Bild. Das nächste Bild ist auch von der Marion. Da hat sie wirklich, das ist eigentlich fast so eine Skizze noch, auch ein wunderbares Bild, wo man auch die Komposition zwischen große und kleine Fläche, also dem großen und kleine, große und kleine Blüte sehen kann. Das Bild ist auch kompositorisch von der Farbeinordnung wunderbar und auch die Einordnung des großen Bildes in der Mitte als Hauptfigur und dann doch eher in goldenem Schnitt diese kleine Blüte. Ich sehe es nicht ganz. Sabine, was siehst du? Sabine, was siehst du nicht ganz? Sehr interessant. Du siehst das Bild nicht ganz. Okay, warum siehst du das Bild nicht ganz? Da musst du das wahrscheinlich bei dir, deinen Computer oder dein Bildschirm auf Vollbildschirm machen, weil die Präsentation ist auf Vollbildschirm gezeigt. Dann haben wir hier das nächste Bild. Das ist auch von der Marion, das kleine Bild. Und sie hat hier auch eine abstrakte Blüte gemalt. Da sieht ihr auch wieder, diese Hauptbetonung liegt auch wieder im goldenen Schnitt. Eine Bewegung im Bild, gleichzeitig auch ein bisschen sehr statisch natürlich, weil das ja eine abstrakte Blüte sein soll. Aber wirklich ein sehr schönes Bild auch. Genau. Und ich möchte hier ein bisschen auch eingeben. Als nächste Folie kommen ein paar wunderschöne Tutorials, auf die ich auch stolz bin. Und Testimonials und Kundenergebnisse. Und wir haben in 1:1 Mentoring gearbeitet. Wir haben in mehreren Online-Seminaren gearbeitet und natürlich in Offline-Seminaren. Und das, was ich euch anbieten möchte am Ende, ist natürlich auch ein neues, eigentlich ein altes Seminar, aber mit mehreren neuen Inhalten und natürlich mit ein paar Überraschungen. Und die neuen, die nicht
die dabei sind, die natürlich mich noch nicht kennen. Da wollte ich ja auch ein paar Testimonial zeigen. Die anderen, die vertrauen mir wahrscheinlich jetzt schon. Die drei wichtigsten Sachen oder drei wichtigste Dinge, die du brauchst, um ein gutes Bild zu malen, sind tatsächlich ein künstlerisches Können und Technik, und das kannst du natürlich in meinen Seminaren lernen, geeignete Materialien, oder kommt eine Acht dazwischen, da sage ich vielleicht zu der Acht nachher etwas, und meine Maus und natürlich deine Kreativität und die Ängste, die man ablegt. Und da sage ich immer wieder, Leute, ich bin bei weitem nicht perfekt und keine von uns ist perfekt. Und ich bitte euch, schraubt eure Erwartungen an eure eigene Perfektionismus ein bisschen runter und geht einfach los und fangt einfach an. Und ihr werdet sehen, dass es vielleicht nicht jedes Bild gelingt und dass es vielleicht nicht jeder sagt, wow, du bist so eine tolle Dozentin. Aber es gibt sehr viele schöne Bilder und zum Glück gibt es auch ein paar Leute, die sagen, dass ich die Sache ganz gut mache. Und wenn ich die Ängste in mir hätte, da hätte ich nie angefangen. Und ich bitte euch, egal was du erreichen möchtest, fang einfach an. Fang einfach an. Ich will heute nicht darüber sprechen, dass morgen könnte ja unser letzter Tag sein. Das ist ein anderes Thema. Aber fang einfach an, weil diese ganze tolle Bilder, die sind jetzt schon in deinem Kopf und du musst sie nur rauslassen. Beziehungsweise die sind wahrscheinlich eher in unserem Herz. Und die muss man rauslassen. Und den Kopf ein bisschen dabei abschalten. So, jetzt kommen wir zu meinem Angebot. Zwei Möglichkeiten gibt es natürlich. Die erste Möglichkeit, du nutzt die Inhalte und die Tipps, die Komposition, die du heute hier mitbekommen hast. Ihr bekommt natürlich auch eine Aufzeichnung und machst du dich auf eigene Faust auf dem Weg im Atelier und versuchst du das umzusetzen. Und ich wünsche dir natürlich ganz viel Glück dabei. Ich drücke dir die Daumen, dass du schaffst. Und du kriegst auch von mir sehr, sehr gerne alle Infos. Und wenn du dich uns nicht anschließen möchtest, bin ich absolut d'accord damit und möchte, dass du einfach in deinem Atelier gehst und sagst, yes, ich habe es geschafft. Ja? Und diejenigen, die mit mir das zusammen machen möchten, die können natürlich den Weg mit mir gehen, mit mehr Spaß und einfacher und auch schon alleine deswegen einfacher, weil ich ja das ganze Thema in meinem Atelier schon kenne und eben viele Teilnehmer schon mit begleitet habe und weiß doch oft, woran es liegt. Ich kann es mir oft anschauen und dann weiß ich es. Du hast die Wahl. Alleine oder mit mir. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, und jetzt öffne ich mal den Chat. Ist ja witzig. Jetzt fragt ihr euch eigentlich, was will die Renata euch uns anbieten? Seid ihr eigentlich neugierig noch? Oder? Wir gehen jetzt. Ja klar. Und wie? Habt ihr noch Fragen zu unserem Komposition-Thema? Ich habe, glaube ich, hier irgendwo in Q&A sind offene Fragen. Chat funktioniert nicht, funktioniert. Er scheint zu funktionieren. Kannst du eine Frage stellen? Ich höre und sehe dich. Ich kann es auch, alles klar, okay. Also in Fragen war es nicht viel, aber
Ich würde es, komm nach München, sagt die Sabine. Ja, ich komme nach München. Irgendwann bin ich in München, aber erst, glaube ich, irgendwann im Oktober bin ich in München und das ist, glaube ich, sogar nur ein Tag. Nein, komm nach NRW. Na, NRW ist ein bisschen weit. Nochmal nach Münsterland. Ja, das wäre auch eine coole Idee, genau. Kommst du nach Mainz? Ja, ich komme nach Mainz. Also, ich antworte jetzt ein paar auf die paar Fragen. Ich komme nach München, ja, tatsächlich. Nach Vorstinning zu Bösner. Und das irgendwann in Oktober, glaube ich. Ende Oktober oder Anfang November erst. Nach NRW komme ich diesmal leider nicht. Das heißt, ich komme nicht nach Münsterland diesmal. Da ist es leider schade. Ich komme aber dieses Jahr tatsächlich nach Berlin. Und zwar am 11. bis zum 14. Oktober. Da habe ich zuerst eine Vorführung, eine Pigmentvorführung. Und dann 2 Tage Pigmentseminar bei Bösner in Berlin. Also wenn jemand aus Berlin ist, herzlich gerne, ihr könnt sehr gerne dazukommen. Kommst du nach Mainz? Ja, nach Mainz komme ich, dann bin ich bei Bösner, aber auch nur einen Tag. Schaust du mal bei der Kunst- und Kreativfabrik von Bösner, da wirst du mit Sicherheit irgendwann mich entdeckt haben. Ja, nach Wien komme ich natürlich auch im September nochmal. Wann komme ich nach, wo meinst du nach Mainz, also ich habe es schon beantwortet, nach Mainz komme ich, glaube ich, auch irgendwann nach den Sommerferien, aber ich glaube auch im September und München ist erst viel später. Hamburg ist am schönsten. Ja, Hamburg ist sehr schön. Und Uta, du hast ja mitbekommen, ich habe da in Hamburg jemanden kennengelernt, als wir in Prerow waren. Und da wird es vielleicht tatsächlich etwas organisiert in Hamburg, aber wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Ja, Münsterland, genau da. Ich war in Münsterland letztes Jahr tatsächlich. Ich war in Münsterland in dem Schloss. Ach, erinnert mich doch mal bitte, wie heißt dieses Schloss? In einem Schloss mit Artist Travel war ich ja eine Woche lang und habe dort ein Seminar gegeben. Und es war ein sehr schönes Seminar. Und dieses Jahr bin ich nicht in Münsterland, aber vielleicht nächstes Jahr. Beatrix, in Frankfurt bin ich bei Bösner, irgendwann auch in Oktober, glaube ich. Genau, ich habe mich doch in Hamburg verliebt. Genau, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, genau. Wann kommst du zu Akademie Römerstein? Akademie Römerstein ist nochmal dieses Jahr im Herbst auch nochmal geplant. Kann ich eigentlich auch nur empfehlen, bei der Petra, ja. Und ansonsten, ja genau, Schloss Resselsfeld hieß es. Genau, danke Heidi. Komm doch nochmal nach Trier. Ja, Kerstin, ich war in der Nähe von Trier und zwar bei Bösner in Perl. Bei Bösner in Perl, das ist an der Grenze zu Luxemburg. Da war ich schon mal und theoretisch könnte ich das dort auch nochmal kommen. Aber dieses Jahr ist das nicht geplant. Alles klar, aber ich habe noch ein Angebot für euch und das schauen wir uns mal an. Und zwar, ihr habt erahnt, ich habe heute mit Lukas Farben eine Kooperation unterschrieben. Leute, es ist jetzt wirklich amtlich. Ich habe heute Morgen noch das letzte Gespräch gehabt, heute Nachmittag, als ich in den Computer reingeschaut habe ich tatsächlich den Vertrag gehabt und ich habe den schon unterschrieben und zurückgesendet. Und jetzt
ist es offiziell, meine Seminarteilnehmer kriegen zu jedem Seminar ein Paket von Lukasfarben geschenkt. Einfach geschenkt. Ist das nicht fantastisch? Ich hoffe, ihr freut euch. Sabine schreibt, wie? Ja, ganz einfach. Wenn wir bei Bösner sind, dann geht es leider nicht, weil ich ja bei Bösner natürlich ja auch dementsprechend ja, die Farben von Bösner kaufen muss. Und ansonsten, also in allen Seminaren, die ich mit Artist Travel mache oder auch mit anderen Akademien oder aber auch meine Online-Seminare, die werden bestückt mit den Farben von Lukas und die kriegt ihr entweder auf eure Adresse, die Farbe Lukas von mir bekommt, direkt von zu euch nach Hause zugeschickt oder aber diejenigen, die sich anmelden, kriegen die Farben von mir geschickt. Ich habe dieses Angebot, das hier da ist. Es ist ein Online-Seminar und da geht es eben um die gelungene Komposition in der abstrakten Malerei. Ich habe dieses Seminar zusammen mit der Kunsthistorikerin gestaltet, mit der Alex. Da werdet ihr bestimmt schon auch wissen. Das heißt, dieses Seminar ist nicht neu. Es gibt ja ganz, ganz tolle Seminarinhalte von der Kunsthistorikerin, wo sie uns überhaupt heranführt in die abstrakte Kunst. Und am Ende werden wir dann eben diese abstrakte Kunstthematik und eben das Thema Komposition mit mir nochmal in mehreren Bildern Schritt für Schritt mit meinen Videotutorials im Prinzip malen. Ich möchte in 2 Wochen bereits starten und ich habe das Seminar auf maximal 30 Personen begrenzt, weil ich eben für die 30 Personen ein Set an Lukasfarben haben werde. Das werden entweder die 3 Primärfarben plus Schwarz-Weiß oder eben ausgewählte Farben, auf jeden Fall mindestens 5 Stück von den großen Flaschen, die ich dann euch persönlich schicken werde. Und ansonsten haben wir den Live-Call immer am Donnerstag und die Anmeldung erfolgt über die Elopage-Plattform. Die kennt ihr schon und diese Elopage-Plattform, da sind die alle Inhalte dort. Ich habe dieses Seminar, der schon vielleicht das eine oder andere auch kennt. Das gab es schon letztes Jahr. Das haben wir damals so ganz wenig Personen genommen und ich habe mich entschlossen, dieses Seminar nochmal zu wiederholen, weil ich einfach hier eine ganz, ganz tolle Inhalte von der Kunsthistorikerin habe, die uns eben in die wunderbar in ihren Videos in die abstrakte Kunst heranführt, von eben Anfang bis zu abstrakter Kunst, wie es eben dazu kam, dass die Künstler angefangen haben, abstrakt zu malen. Und sie erklärt uns das alles aus der kunsthistorischen Sicht. Und am Ende gucken wir uns das mal genauer an, wie es eben in einem Bild, wir das umsetzen können. Und das Thema gelungene Komposition im Bild, das kommt natürlich noch zu tragen. Ich habe dazu noch mehrere neue Videos aufgenommen, entstehen in dem Seminar 2 Bilder. Es sind, glaube ich, jetzt insgesamt um die 4 Stunden Videomaterial und dieses Videomaterial bleibt euch natürlich auch erhalten. Und ich habe das Seminar extra jetzt im Prinzip in meiner Geburtstagswoche nochmal um 100 Euro günstiger gemacht. Ansonsten hat es 355 Euro gekostet. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr euch anmeldet. Ihr müsst euch natürlich nicht sofort entscheiden. Ich freue mich auf euch. Ich werde euch im Nachgang zu dem Seminar, zu dem Webinar heute eine E-Mail schicken. In diese E-Mail kriegt ihr natürlich alle Infos und werdet ihr dort auch
teilnehmen können oder einfach mal durchlesen können oder sich auch anmelden. Und wie gesagt, ich habe die Plätze tatsächlich begrenzt. Ich habe zuerst überlegt, auf 20 zu begrenzen, aber ich habe mich entschieden, doch auf 30 zu begrenzen, weil 30 Personen ist auch eine wunderbare Gruppe, die zusammenarbeiten kann. Ist das für euch ein interessantes Angebot? Schreibt die Sabine, wann müssen wir uns entscheiden? In den nächsten, die Seminaranmeldung, also das Seminar startet am 6. und ich habe die Anmeldung jetzt bis zum 30.06. geöffnet, damit wir nochmal Zeit haben, also eine Woche Zeit, um sich zu entscheiden. Und ich hoffe, es melden sich jetzt genug Personen da, sodass wir ein Seminar stattfinden können. Und wie gesagt, dass ich euch auch diesen wunderbaren Online-Angebot unterbieten kann und unterbreiten kann und gleichzeitig tatsächlich mal auch die Lukas-Farben zu euch schenken kann. Jemand fragt gerade hier, wie lange dauert eine 1-1-Mentoring? Da gibt es zwei Modelle. Ich habe zuerst angefangen mit einem 6-Monat 1-1-Mentoring und habe mich aber doch entschieden, dass ich diese Mentoring erweitere, um eine weitere Möglichkeit, 3 Monate sich einzumelden. Ich antworte gleich auf eure Frage. Also es gibt 2 Module für den 1-1-Mentoring. Entweder du kannst ein 6 Monate buchen, da treffen wir uns wirklich jede Woche persönlich und sprechen zuerst über deine Ziele und dann arbeiten wir mit diese Ziele hinaus. Oder es gibt ja einen 3-Monate-Paket, den man buchen kann und da arbeiten wir die 3 Monate zusammen jede Woche. Sind die Live-Calls zwingend Donnerstag oder können wir auch an einem anderen Wochentag stattfinden? Ich habe dies am Donnerstag geplant, aber wenn jetzt sich genug Leute anmelden und sagen, okay, Donnerstag passt mir nicht, dann bin ich ja durchaus nochmal bis auf den Dienstag, bin ich auch durchaus mal frei, nochmal auf einen anderen Tag zu verschieben. Also Montag ist möglich, Mittwoch ist möglich oder Freitags ist möglich. Es ist tatsächlich so, dass man auch nicht unbedingt persönlich bei diesem Live-Calls dabei sein muss. Man kann es bei den Live-Calls auch nicht unbedingt dabei sein müssen, sondern man kann sich auch die Aufzeichnung anschauen, weil ich das immer aufzeichne und an die Seminarteilnehmer natürlich immer verschicke. Aber diejenigen, die bei mir schon im Seminar waren, die wissen das, dass man in so einem Live-Call auch mal vorher natürlich Bilder mir zuschicken kann und die Bilder dann eben in dem Live-Call besprochen werden. Und wie viele Leute sind in einem 1-1-Mentoring? Naja, so wie der Name sagt, nur du und ich. Das heißt, wir arbeiten wirklich sehr individuell, sehr exklusiv, nur zu zweit. Und deswegen nennt sich das auch eine 1-1-Mentoring, weil ich tatsächlich da sehr exklusiv demjenigen helfen möchte. Ja, ich komme zu Bösner nach Augsburg, auch irgendwann in zweiter Jahreshälfte, genau. Sabine, wenn dich tatsächlich eine 1-1-Mentoring interessiert, sei so lieb, schreib mir nochmal im Nachgang eine kurze E-Mail, entweder E-Mail oder ich schicke dir hier mein Handynummer 876-0010. Schreib mir mal einen 2-Zeiler, dann kann ich dir durchaus schon auch nochmal antworten. Ja, liebe Elli, diese Discount 55% ist vorbei. Das war jetzt 55%, 55 Stunden. Das ist jetzt schon vorbei. Ist das in Mainz auch ein Bösner? Ja, in Mainz ist auch ein Bösner. Da bin ich irgendwann in
im Herbst. Aber demnächst muss es eigentlich, oder vielleicht ist es mein PC-Support-Kollege schon dabei. Vielleicht kann es ja, schaut mal bitte bei mir auf der Homepage. Da gibt es ja durchaus auch die Beschreibung zu dem 1&1-Mentoring beziehungsweise auch den Link zum Bösner-Kursen und dort habt ihr die ganzen Termine drin. Handynummer wäre gut. Ja, ich notiere mir das. Beziehungsweise, Sabine, ich habe das hier ins Chat geschrieben. Das musstest du hier oben, wenn ich hier drüber fahre, dann siehst du, ich gebe euch das gerne weiter. 0177, ihr könnt euch gerne aufschreiben. 0177 876 0010. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch einige gute Punkte, einige gute Tipps gebracht. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich schicke euch im Nachgang noch eine E-Mail und wäre es natürlich sehr, sehr schön, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich um jede Teilnehmer und wir sehen uns dann im Webinar. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich freue mich auf ein Wiedersehen, egal wo, egal wann. Lasst euch gut gehen und ein schönes Wochenende. Tschüss zusammen. Interessante Komposition, vielen lieben Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Danke. Susanne, danke dir. Danke dir, Heinz. Schöne Grüße. Ja, das Webinar wird aufgezeichnet oder ist aufgezeichnet und ich werde auch nochmal an alle eine Aufzeichnung selbstverständlich verschicken. Tschüss nach München. Alles Liebe. Ciao zusammen.